Habe jetzt hier die Ebene E und den Punkt P und ich suche eine Ebene, die senkrecht auf E steht. Wichtig ist immer so Skizzen machen, Ebene mache, skizziere ich als Rechteck. Die ist in Parameterform gegeben, Parameter, Parameter. Das heißt, ich habe hier mein A, mein U und mein V. Und senkrecht gibt es viele. Also senkrecht, da könnte ich ja hier so eine Ebene bauen, so. Oder ich kann so eine Ebene bauen. Ja, das heißt also, es ist wirklich eine mögliche Ebene ist gesucht. Dann mache ich alles wieder zurück. So. Und diese Ebene F möchte ich in normalen Form angeben. Also Doppelpunkt n Skalar x minus p ist 0. So. Und ich brauche, das heißt, ich also brauche irgendeine Ebene mit irgendeinem normalen Vektor, der da senkrecht auf meiner Ebene F steht, und wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich, ich könnte auch einfach das U nehmen. Also wenn ich das U nehme, bekomme ich eine Ebene, also nicht die blaue Ebene, sondern die liegt dann eher so drin, ja, aber die ist doch dann senkrecht auf der lila Ebene. Ich könnte auch als normalen Vektor das V nehmen. Ja, dann bekomme ich wieder eine Ebene, die steht senkrecht auf der lila Ebene, die ist nicht meine blaue Ebene, die wäre irgendwie so. Genau. Also einfach nur hinschreiben, das ist eine Lösung. F Doppelpunkt, meinen normalen Vektor, jetzt nehme ich mal 1, 1, 0, 1, 1, 0, Skalar, x minus, als Punkt natürlich den Punkt, minus 3, 4, 1 gleich 0, fertig, Aufgabe gelöst. Und wie gesagt, ich könnte an der Stelle auch diesen Vektor 1, 2, 1 nehmen oder jede Kombination. Also U und V, ich könnte also 3 mal U plus 7 mal V nehmen. Alles, was hier drin liegt, ist ja dann, wäre ein schöner normalen Vektor für meine gesuchte Ebene.